Willkommen zu einer neuen TechView-Vlog-Folge und diesmal soll es ein bisschen um Huawei gehen, das Mate 30 Pro. Dort gibt es ja jetzt wieder neue Hiobs-Botschaften, dass jetzt LZ Play, die Webseite, worüber man sich eine kleine APK herunterladen konnte, die einem die Google Play Services nachinstalliert hat, nun down ist. Es gab natürlich immer so starke Gerüchte auch noch und Sicherheitsforscher haben das Ganze analysiert. Wie ist das überhaupt möglich, Google Play Services mithilfe einer App nachzuinstallieren, wenn der Bootloader geschlossen ist? Surprise, surprise, Captain Obvious ist aus dem Sommerurlaub, aus dem Verspäteten zurück. Natürlich hat Huawei dafür eine Backdoor geschaffen, beziehungsweise ja, das MDM missbraucht so ein bisschen. Also das Device Management, was man hat, wenn man so Geräte an Firmen verteilen möchte und die natürlich dann auch irgendwie die Geräte an Mitarbeiter, nicht nur einen oder zwei, sondern vielleicht 1000 verteilen wollen. Die müssen natürlich eine spezielle Schnittstelle haben, um dann überall die gleiche Software drauf zu packen. Und ja, Huawei hat das so ein bisschen ausgenutzt und hat da eben eine Schnittstelle, so eine Backdoor reingebaut, die einem ermöglicht, halt eben die Google Play Services irgendwie nachzuinstallieren, also Dateien in Systemverzeichnisse zu schieben, die es einem dann ermöglichen, die Google Play Dienste zu nutzen oder nachzuinstallieren. Das ist nun Geschichte. Warum, weiß wohl keiner so richtig. Vielleicht Huawei selber, man weiß es nicht. Aber ist das jetzt der Untergang des Abendlandes, wenn man ein Smartphone hat, was jetzt ohne Play Services daherkommt und ohne die Möglichkeit hat, Play Services nachzuinstallieren? Wir werden sehen. Ich habe da schon meinen Senf zu gegeben und sage dazu, natürlich nicht. Die Verkaufszahlen werden weiterhin gut sein. In China sind sie relativ gut. Hier hat man halt eben keine Play-Dienste. Das heißt aber nicht, dass man nicht auf Google-Dienste zugreifen kann, wenn man das denn möchte, beispielsweise auf YouTube. YouTube könnt ihr natürlich im Browser ganz normal öffnen. Wenn ihr das nicht möchtet, gibt es natürlich alternative Apps, die es euch ermöglichen, YouTube-Videos anschauen zu können. Das ist also nicht kein großes Hexenwerk. Das gleiche gibt bei Google Maps. Ja, Google Maps ist nicht mehr nutzbar. Bullshit. Natürlich kann man Google Maps weiterhin im Webbrowser benutzen und die Google Go App beispielsweise, die ja für diese abgespeckten Smartphones gedacht ist, die zum Beispiel in Indien verkauft werden, dort wird ja auch nichts anderes gemacht. Dort liefert Google eine App aus, die nichts anderes macht, als den Webview starten und auf die Google Maps Seite zu gehen. Und das Einzige, was man dazu gemacht hat, ist noch die Freigaben richtig zu erteilen, sodass man halt auf den Standort zugreifen kann und dann vielleicht auch eine Sprachausgabe hat. Das ist es im Grunde genommen. Da ist es also irgendwie kein großes Hexenwerk auf der einen Seite. Und deshalb verstehe ich jetzt also diese Unkenrufe und den Tod von Huawei nicht so ganz. Es funktioniert, es ist ein gutes Smartphone, gehe ich mal von aus. Und auch der Preis ist wahrscheinlich der Technik, die da drin steckt, angemessen, weil man bezahlt ja nicht für die Software, die da drin steckt, sondern man bezahlt für die Technik, die da drin steckt und die Software, die mit der Technik zusammenarbeitet, wie beispielsweise die Kameratreiber, die Kamerasoftware. Dafür bezahlt man, aber doch nicht für eben die Android-Lizenz. Nun ja, Google Play-Dienste, ist es möglich, ohne Google Play-Dienste überhaupt zu überleben, fragen sich einige auch schon, oder hier in Europa vor allen Dingen. In China ist es ja natürlich möglich, da haben sie eine alternative Infrastruktur und ja, natürlich ist es, hier halte ich mal mein Selfish-S-Telefon in die Kamera, das läuft ohne Google Play-Dienste und ich habe seit 2013 nichts anderes benutzt als Selfish-S, als meine Betriebssysteme für meine Smartphones und klar, jetzt bin ich auch umgestiegen auf ein Huawei P30 vor knapp 6 Monaten, glaube ich, ist es schon her. Also, aber trotzdem, das ist doch nicht komplett unmöglich, ohne diese Google-Dienste zu leben. Ich brauche kein Google Maps. Ich kann hier mit Maps.me oder OSM-End oder MapQuest oder Magic Earth ohne Probleme eben auch meine Map-App benutzen oder Pure Maps auf SelfishOS. Auch ohne Probleme über OpenStreetMap Offline-Navigation auch machen zu können. Ich habe die Möglichkeit, natürlich auch YouTube über alternative Dienste laufen zu lassen und einen Webbrowser beispielsweise oder einen speziellen Player. Mein LLS Video Player kann auf SelfishOS YouTube-Videos abspielen, ohne großartige Probleme. Ich habe sogar ein paar Zusatzfunktionen, wie beispielsweise, dass ich sogar YouTube-Videos fürs später Anschauen noch herunterladen kann oder dass ich bei SelfishOS einfach sagen kann, okay, ich schaue mir jetzt ein YouTube-Video an und es ist ein Musikvideo oder sowas und dann mache ich einfach einen Bildschirm aus und die Musik spielt weiter, ohne dass ich da ein Musik-Premium-Hyper-YouTube-Abo abschließen muss und dafür noch Geld bezahlen muss für so eine
ja, Basisfunktion im Grunde genommen, die im System drinsteckt. Das ist eine Codezeile, mal ganz ehrlich. Das ist eine Codezeile, die nichts anderes macht, wenn das Display aus ist. Ja, mach Videopause. Das ist alles. Es ist nicht irgendwie ein komplettes, oh, kompliziertes Hexenwerk. Das ist eine Codezeile, die einfach auskommentiert werden müsste oder konfigurierbar gemacht werden müsste. Und dafür Geld zu verlangen, ist also. Naja, aber das ist halt nur meine Meinung zu der ganzen Geschichte. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Wie sieht es aus mit Huawei? Werden sie sich hier in Europa durchsetzen können, auch ohne Google Play-Dienste? Wird das so eine Nischenabteilung sein? Meint ihr, dass Leute tatsächlich so abhängig sind von den Google-Diensten, dass sie auf andere Cloud-Dienste wie beispielsweise Nextcloud nicht drauf zugreifen können werden? Wie sieht es aus bei Huawei? Sollten sie tatsächlich den Weg gehen wie Google und ein eigenes HMS-System, Huawei Mobile Services System machen? Wo sie im Grunde genommen nichts anderes machen, als Google zu kopieren und dann wieder eine weitere geschlossene Einheit zu machen, anstatt auf was Offenes zu setzen, wo jeder drauf zugreifen kann. Warum sollte Huawei so etwas machen? So einen Fehler begehen? Also ist mir nicht ganz klar. Nun ja, vielleicht kann mir das einer von Huawei Deutschland mal erläutern, warum Huawei diesen Weg gehen möchte, einen eigenen Mobile Services System zu machen, das genauso geschlossen ist wie das Google Mobile Services System, woran es jetzt ja eigentlich scheitert und woran eben Huawei derzeit zu knabbern hat. Ist mir nicht ganz klar. Oder gibt es Pläne dafür, das Open Source zu machen, das frei zu machen, sodass halt eben andere Leute das auch benutzen können, sodass das auf anderen Smartphones lauffähig gemacht werden kann, auf anderen Betriebssystemen eventuell lauffähig gemacht werden kann. Huawei spielt ja auch mit Harmony OS rum. Könnte das eine Alternative werden hier für Europa? Wir werden schauen. Ihr könnt natürlich alle eure Sachen im Kommentarbereich posten, aber ja, Hauptaussage dieses Videos ist, das ist nicht ist nicht der Untergang des Abendlandes, wenn ein Smartphone hier in Europa rauskommt, das 1.000 € kostet oder kosten wird oder knapp 1.000 € kosten wird und keine Google Play-Dienste mit sich bringt. Es ist genauso nutzbar wie ein anderes stinknormales Smartphone auch. Klar, okay, Google Pay wird nicht funktionieren. Hallo, wir sind hier in Deutschland. Wer hat denn schon mal Google Pay benutzt? 0, diese 0, irgendwas Promille, Leute. Also da sollte Huawei wirklich nicht drauf Acht geben und deswegen ein Smartphone nicht rausbringen, weil da 0,0 irgendwas Prozent an Leute mit Google Pay nicht mehr hier bezahlen können in Deutschland. Das macht so gut wie keiner. 99% der Leute, die im Supermarkt einkaufen gehen, bezahlen noch mit Bargeld. Eine etwas größere Anzahl bezahlt mit Karte. Aber eine sehr, sehr geringe Anzahl bezahlt mit einem Smartphone, einer Smartwatch oder sonst irgendwie was. Also das ist schon eine komplett utopische Technologie. Nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern ist das wirklich noch hier in Europa zumindest, eine sehr verschwindend geringe Anzahl von Leuten. Das ist also kein Argument, was ich gelten lassen würde dafür, dass Huawei hier komplett abstinken wird, weil es eben kein Google Pay unterstützt. Nun ja, das also zu der Geschichte. Zumal es auch alternative Apps gibt, also die Sparkassen-App hier in Deutschland, für die Leute, die sowas machen wollen, die haben da diese Sparkassen-App und dann wird damit halt eben bezahlt. Da braucht man keine Google-Dienste für. Nun ja, das so zu der Geschichte. Was ihr von der ganzen Geschichte haltet, könnt ihr mir natürlich im Kommentarbereich alles unten posten. Ansonsten einen Daumen nach oben oder nach unten geben, je nachdem, was ihr von diesem Video haltet. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.